Hallo zusammen und sonnige Grüße mal wieder aus Fremont, Kalifornien. Ich gehe heute in das gelobte Land. Das gelobte Land ist der Total Wine and More Liquor Store in Fremont, Kalifornien. Dieser Laden ist tatsächlich sehr beeindruckend, weil es der größte Liquor Store ist, den ich persönlich kenne. Ja, wir haben den Laden, das ist eine Kette, die gibt es seit 1991. Und er hat 193 Filialen all over the US, allerdings auch nur so ein paar hier in der Bay Area. Und gehen wir einfach mal rein, schauen uns den Laden an. Welcome, we're hiring. Total Wine & More hat eine große Auswahl an Wein, Bier und Hello. Und Spirituosen natürlich. Und ich werde mich hier auf die Suche begeben nach deutschem Bier, werde allerdings selbst nur einen kleinen Chocolate Bitter kaufen für meinen Lieblingsdrink, den ich euch gerne verrate, wie er geht. Und zwar ist das eine Mischung aus viel Rum. Ist schon mal scheiß Geräusch hier gerade. Ist es eine Mischung aus viel Rum, Angostura Bitter, Chocolate Bitter und Maple Sirup. Ja, mein Lieblingsdrink momentan. Und dazu brauche ich mehr Chocolate Bitters. Die sind nämlich bei mir alle. Aber wie gesagt, ich werde mich auf die Suche begeben nach deutschem Bier. Und ich werde euch eine kleine Rumberatung zum Teil werden lassen. Ich bin nämlich ein großer Rum-Fan, ein Rum-Konnoisseur sozusagen. Und habe mich hier schon durch diverseste Flaschen durchprobiert. Wir sind hier gerade so in der Sektecke. Das ist hier in French Champagne und Sparkling Wine unterteilt. Ich kann euch jetzt leider nicht genau sagen, was die Unterschiede zwischen Champagner, Sparkling Wine und Prosecco sind. Ich glaube, das eine kommt aus der Champagne, das andere von irgendwoher. Ja, Total Wine & More ist relativ beeindruckend, was die Ladengröße angeht. Hier gibt es so einen kleinen Verkostungsraum oder ähnliches. Ich war hier noch nicht drin, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Die Amerikaner, doch hier ist der Verkostungsraum. Nicht schlecht. Hier werden wahrscheinlich irgendwelche Wein-Tastings gegeben oder irgendwelche Lectures on Wein oder so. Kalifornien ist ja halt auch relativ weinversessen so. Also zum einen, weil es halt hier Anbaugebiet für relativ viel Wein ist, aber auch, weil man ja hauptsächlich den kalifornischen Wein kaufen kann. Und weil halt viele Leute, die halt irgendein teures Hobby suchen, hier anfangen, Wein zu sammeln. Und ja, ich persönlich bin jetzt nicht so der wahnsinnige Weinfan. Ich bin auch nicht so der Bierfan. Ich trinke eigentlich am liebsten so Longdrinks oder Cocktails oder Sekt, erstaunlicherweise. Aber auch egal. Was normalerweise der Fall ist immer in Läden, die eine ganz gute Alkoholauswahl haben, ist, dass sie sehr viel Whisky haben oder auch Scotch oder Single Malt oder was auch immer, aber eine leider nur sehr, sehr kleine Rum-Auswahl. Das ist teilweise zum Beispiel bei Costco so absurd, dass sie eine ganze Wand voll Whisky haben und dann irgendwie so drei Rumsorten, von denen zwei eigentlich nicht trinkbar sind. Und hier sind wir übrigens schon, wo ich hier meinen Chocolate Bitter, meinen Mexican Chocolate Bitter kaufen kann für meinen Lieblingsdrink. Bei diesen Bitters muss man halt irgendwie aufpassen, oder was heißt aufpassen, aber ich habe mir mal irgendwann so eine riesige Flasche Angostura Bitters gekauft und habe nicht realisiert, dass man davon nur ein paar Tropfen braucht. Habe jetzt wahrscheinlich Angostura Bitter bis zum Ende aller Zeiten. Ja, das sind hier so die Bitterauswahl. Gehen wir hier nochmal in diesen Gang rein. Schauen wir, was hier so geht. Gin-Auswahl. Hier ist natürlich, ich kenne mich mit Gin nicht so wahnsinnig aus, der Hendrix Gin zu nennen. Der kostet 27,99 für eine 750 Milliliter Flasche. Ist aber auch in Deutschland nicht gerade billig. Ja, Gin ist nicht so mein Ding. Hier drüben ist Wodka natürlich ohne Ende. Der Grey Goose Wodka, der halt so einer der besten
Wodkas ist meines Wissens nach, ist das so ein typisches Produkt, ich habe es schon mal in einem anderen Video erzählt, was den Anschein erweckt, dass es ein französisches Produkt ist, aber ist es eigentlich auch nicht, sondern es wird zwar in Frankreich hergestellt, aber im Auftrag einer eines US-Herstellers, einer US-Distillery, die sich halt gesagt haben, wir brauchen auf dem US-Markt nochmal einen High-End-Wodka und wir lassen den in Frankreich herstellen und tun so, als ob es ein französisches Produkt ist, was natürlich auch in dem Sinne richtig ist, dass er halt in Frankreich hergestellt wird. Hier gibt es ja noch den Russian Standard zu nennen als bedeutenden Wodka auf dem Markt. Aber wie gesagt, den gibt es halt auch in Deutschland. Bei der Rum-Auswahl bin ich in Deutschland immer so ein bisschen enttäuscht. Also bei einem Edeka-Markt in Schleswig-Holstein, bei der um die Ecke von meiner Schwiegermutter, dort gibt es eine vernünftige Rumauswahl. Ansonsten, wenn man in den Supermarkt geht, geht da meistens nicht besonders viel. Ein Rum, den ihr in Deutschland habt, den wir hier nicht haben, ist der Havanna bzw. Havanna Club Rum, weil das liegt halt an dem Embargo, das es halt immer noch gibt, also das kubanische Embargo, das eben verbietet, dass dieser Havanna Club Rum importiert wird. Und es gibt einen, der so ähnlich sich nennt, ich suche ihn gerade, der so ein bisschen auf dieses Rezept halt aufbaut, aber es ist nicht der Original Havanna Rum. Ich finde den Havanna Rum an sich jetzt auch, hier, Havanna Club, genau, das ist er. Den gibt es hier mittlerweile auch überall, der ist halt so, weiß ich nicht, 2-3 Jahren auf dem Markt oder so. Der nennt sich halt Havanna Club, aber es ist Puerto Rican Rum, also Puerto Rico ist ja so Teil oder so ungefähr Teil der USA, ist so kompliziert. Und insofern, da gibt es jetzt keine Einfuhrbeschränkungen, aber das ist halt so ein Ding, Havanna Rum, das kriegst du hier auf dem US-Markt nicht. Ich habe ihn mir schon mal mitgebracht, so im Koffer, das war jetzt kein Problem. Vielleicht hat es auch nur einfach keiner gemerkt und deswegen war es kein Problem. Aber offiziell darf es nicht importiert werden. Genau wie die kubanischen Zigarren. Ich glaube, hier verkaufen die auch Zigarren, aber mit Sicherheit keine kubanischen Zigarren. Was halt auch der Grund ist, wenn ihr nach Mexiko reist, von den USA aus, dass ihr halt sofort, du halt irgendwie irgendwelche Mexikaner am Arsch hast, die dir halt kubanische Zigarren anbieten. Also die dann halt so dastehen, Senor, Kuban Cigarettes oder Cigars oder so. Und ist ganz, ganz lustig. Also ich trinke in Deutschland meistens den Havanna Rum, aber einfach nur, weil es ihn hier nicht gibt. Und weniger, weil ich denke, das ist halt ein sehr guter Rum. Fangen wir mal ganz kurz bei der Rumberatung an mit einem Rum, den ihr in Deutschland überall kriegt, den ich nicht empfehlen würde. Und zwar ist das der weiße Bacardi oder eigentlich auch egal welcher Bacardi. Weil das Problem ist, dass die Bacardi zwar marketingtechnisch technisch auf dem Markt komplett durchgesetzt hat, aber ist eigentlich ein fürchterlicher Rum. Also Bacardi kann gute Rums machen, aber der weiße Bacardi und der goldene Bacardi und der schwarze Bacardi gehören nicht dazu. Das Problem ist halt, es ist halt ein ziemlich übler Fusel, das Zeug, aber weil sie halt marketingtechnisch irgendwie sich in ziemlich viele Etablissements irgendwie eingekauft haben, keine Ahnung, gibt es den halt überall zu kaufen, an jeder Hotelbar und wenn du es jetzt nicht, wenn du nicht protestierst und irgendwie einen, was weiß ich, Cuba Libre irgendwo in einer 0815 Bar irgendwo bestellst, dann bekommst du eigentlich immer den weißen Bacardi eingeschenkt und der ist meiner Meinung nach einer der fürchterlichsten Rum, die man so kaufen kann, ist sein Geld echt nicht wert. Und bevor ich jetzt von Bacardi verklagt werde, möchte ich noch kurz ausführen, für den goldenen Rum gilt es auch, der ist einfach nur gefärbt und der schwarze Rum auch. Der Bacardi Black ist eigentlich der gleiche Scheiß, der ist einfach nur gefärbt mit Zuckercouleur und ist aber nicht gelagert, ne? Also steht nicht drauf. Aber Bacardi kann guten Rum machen. Nehmen wir zum Beispiel mal den 8 Jahre alten Rum, der allerdings auch schon nicht mehr $10,49 kostet, sondern schon $22,99, was relativ günstig ist. Der 8 Jahre alte Rum, den gibt es ja auch in Bacardi, den gibt es auch in Deutschland zu kaufen, der ist schon relativ gut, also den kann ich empfehlen. Noch besser, wenn ihr kriegt, habe ich in Deutschland allerdings auch nicht gesehen, ist der 10 Jahre alte Bacardi. Der ist noch besser. Der ist richtig gut, den kann man richtig trinken. Ist sehr süßlich, kann ich definitiv empfehlen. Aber lasst die Finger weg von dem normalen Bacardi. Das gleiche gilt für den anderen Mainstream-Rum, den ihr überall kriegt, nämlich der Captain Morgan. Da ist es das Gleiche, der normale Captain Morgan ist halt auch relativ fürchterlich, wobei ich ihn aufgrund seiner
gespeisten, gewürzten Situation halt immer den Bacardi vorziehen würde. Also wenn ich so einen Billigrum trinken muss, dann lieber den Captain Morgan als den Bacardi. Aber auch hier gilt, dass Captain Morgan, und auch diese kriegt ihr in Deutschland zu kaufen, halt Private Stock hat. Das ist halt ein gelagerter Rum. Hier steht jetzt, glaube ich, nicht drauf, wie lange der gelagert ist. Wahrscheinlich nicht besonders lange. Vielleicht irgendwie so, keine Ahnung, 3, 4, 5 Jahre, wenn es hochkommt. Und der ist aber schon deutlich besser trinkbar. Das gleiche nochmal in der größeren Flasche. Black Bacardi, Black Captain Morgan ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so richtig geil. Habe ich ehrlich gesagt nicht ausprobiert. Nur den Private Stock Rum halt. Zu einem Rum, den ihr auf jeden Fall in Deutschland kriegen oder bekommen könnt, wenn ihr halt irgendwie in einem Laden seid, der so ein bisschen besser sortiert ist, ist der Flor de Caña. Und den suche ich gerade. Ist auch einer meiner Lieblingsrums. Und auch diesen Rum gibt es in verschiedenen Qualitätsabstufungen. Hier oben ist er, der Flor de Caña. Also das ist halt der weiße Flor de Caña, der ist halt so lala. Kann man trinken. Der braune Flor de Caña ist schon ganz okay. Hier sagt er auch 4 years aged, also 4 Jahre gereift. Ist jetzt nicht besonders toll für Rum, aber jetzt auch nicht total schlecht, wenn man es jetzt mit dem Bacardi zum Beispiel vergleicht, der wahrscheinlich gar nicht geaged ist oder nur so ein halbes Jahr oder so. Und den gibt es hier aber auch schon eine Stufe besser und den habe ich jetzt auch schon in Deutschland gesehen, den 7 Jahre alten Flor de Caña. Der ist auch definitiv zu empfehlen. Einer meiner Lieblings-Mainstream-Rums. Hier gibt es halt den auch schon wiederum, wie bisher auch bei dem Bacardi, in einem 12 Jahre alten Variante. Also 12 Jahre gereift. Wenn das stimmt, ja, 12 Jahre alt gereift. 29,99. Ich finde, der Aufpreis lohnt sich hier. Das Zeug kann man auf jeden Fall schon pur trinken. Hier, wenn ihr mehr ausgeben wollt, für 50 gibt es den im 18 Jahre gereift. Und dann gibt es noch einen, der ist extra eingepackt irgendwo anders. Vielleicht haben sie den gerade nicht. Der ist doch hier, ist er. Für $150 ein 25 Jahre alten Flor de Caña. Den haben wir zu Hause noch rumzustehen und werden ihn zu unserem 15-jährigen Hochzeitsjubiläum trinken. Genau. Hier oben gibt es dann noch ein paar andere weitere Rums, die ganz okay sind. El Dorado zum Beispiel, den habe ich, glaube ich, auch mal bei Edeka in Deutschland gesehen. Den kann man auch empfehlen. Mir persönlich ist er ein bisschen zu staubig irgendwie. Ein Rum, der halt auch überall verkauft wird, auch in Deutschland, ist der Meyers Rum. Den mag ich jetzt persönlich nicht so besonders gerne. Ich würde ihn auf jeden Fall zum Kochen nehmen oder so. Aber zum Purtrinken oder halt, Purtrinken geht gar nicht, aber zum in Cocktails strecken ist er mir einfach zu krass rummig, zu Rumrosinen rummig. Also einfach zu viel Rum in die Fresse. So, ne? Also es ist einfach zu heftig, zu süß, zu intensiv. Und das trifft allerdings auch alle, auf fast alle jamaikanischen Rums zu. Nämlich der andere jamaikanische Rum, den es auch überall in Deutschland gibt, den ich gerade suche, ist der Appleton Estate Rum. Von dem bin ich jetzt auch nicht so ein wahnsinniger Fan, wobei ich sagen muss, er ist... Auch hier gibt es verschiedene Qualitätsabstufungen. Kein schlechter Rum. Also wenn ihr jetzt auf diesen krassen, vollen Backaroma, Rumrosinen, Rum in deine Fresse Geschmack steht, dann ist halt der Appleton Estate Rum nicht schlecht. Wenn ihr euch leisten könnt oder wollt, dann gibt es halt hier, natürlich könnt ihr euch leisten, wenn ihr euch leisten wollt, gibt es hier halt auch eine ältere Variante, eine 12 Jahre alte Variante, die nochmal deutlich milder und angenehmer schmeckt als dieser normale Appleton Estate Rum. Hier gibt es halt auch noch eine weitere Variante, von der jetzt hier nicht steht. Genau, hier in diesem Regal, und das habe ich jetzt in Deutschland, glaube ich, auch noch nicht gesehen, diese hier sind auch nicht schlecht. Diese, ich stehe generell auf diese Rums aus Barbados, so Trinidad, Tobago, Barbados. Die sind halt alle nicht so krass rumrosinenmäßig, wie ich es halt eben bei dem Appleton bemängelt habe und bei dem Meyers Rum, sondern die hier sind halt deutlich angenehmer zu trinken. Meine Lieblingsrums eigentlich. Da gibt es mehrere. Also hier, das ist halt auch aus der Karibik irgendwo, aber nicht aus Jamaika, der Cusan Rum. Den, ja, will man nicht trinken in Weiß, aber den gibt es halt in etwas besser. Da kann man ihn trinken, aber ist jetzt auch keine totale Empfehlung. Zu bemerken sei natürlich noch der Unterschied zwischen Cachaça und Rum. Cachaça wird manchmal auch als Brasilien-Rum, brasilianischer Rum vermarktet. Und auch hier gibt es unterschiedliche Qualitätsabstufungen. Aber Cachaça ist halt aus einem anderen Teil des Zuckerrohrs gemacht, nämlich nicht aus der Molasse oder Melasse, Molasse ist in Englisch, sondern aus dem Zuckerrohrsaft.
und ist in der Regel auch nicht in Fässern gelagert, also nur in Stahlfässern, und ist halt nicht in so Eichenfässern oder alten Bourbonfässern oder Weinfässern oder so gereift wie halt richtiger gereifter Rum und ist deswegen meistens halt auch weiß oder halt Silver. Wobei es auch hier Barrel-Aged Cachaça gibt, aber das ist die große Ausnahme. Und auch der schmeckt deutlich anders als normaler Rum, weil er so ein bisschen aggressiver schmeckt, ein bisschen beißender. Und ich bin da kein großer Fan. Also ich würde jetzt immer zu normalem Rum greifen, es sei denn, ihr wollt ein Caipi machen. Dazu braucht ihr natürlich Cachaça. Wobei auch kleine Randnotiz hier auf dem US-Markt, der Caipi, der Caipirinha Drink, relativ unbekannt ist. Also den werdet ihr hier fast gar nicht finden. In einigen ausgewählten Bars wissen sie, wovon ihr redet, aber wenn ihr jetzt in so eine Standard-US-Bar geht, wissen sie in der Regel nicht, wovon ihr redet, wenn ihr sagt, Caipirinha, please, oder so. Ne? Also so als Vorwarnung, wenn die Caipi-Freunde unter euch Urlaub in den USA machen, erwartet nicht zu viel. Ich persönlich mag Caipis jetzt eigentlich nicht so gerne, weil die mir zu sauer sind. Ich kriege danach immer übelstes Sodbrennen und von daher, aber Geschmackssache. Ja, was die Rums hier angeht, wie gesagt, haben wir jetzt, denke ich, alles abgedeckt, was hier so rumsteht. Diesen hier, das ist die große Ausnahme, den gibt es halt momentan auch bei Costco zu kaufen. Der ist jetzt auch nicht schlecht. Dominikanischer Rum, der kostet sogar 2 Dollar weniger bei Costco als hier. Und der schmeckt auch sehr süß, sehr angenehm, sehr, kann man pur trinken. Oder halt in einem sehr starken Mischungsverhältnis mit einer Rum-Cola oder so genießen. Hier unten noch zu bemerken, für die österreichischen Zuschauer unter euch gibt es halt noch den Strohrum, den ihr ansonsten halt nicht importieren könnt, weil ihr könnt den nicht im Flugzeug mitnehmen, da er brennt, ne, aufgrund der, des hohen Alkoholgehaltes. Wie ihr sehen könnt, Strohrum hat ja 80% und hier nennt sich das 160 Proof. Also die US-Bezeichnung, die kennen das halt auch mit diesen 80% Alkoholvolumen. Das kennen sie halt auch, aber sie sagen halt 160 Proof oder 80 Proof oder so. Also ein 40%iger Rum oder alkoholisches Getränk, Spirituose oder so, ist halt immer ein 80 Proof. Ja. Warum auch immer, hätte ich jetzt recherchieren müssen vorher, habe ich nicht. Shame on me. Aber 80 Proof, oder hier unten zum Beispiel steht es auch groß drauf, 94 Proof. Das heißt, der hat 47%. 47% Alkoholvolumen, 94 Proof. Und ja, Malibu ist jetzt dann natürlich, das kennt ihr auch aus Deutschland, den gibt es ja auch überall. Ansonsten ein Rum, den ich auch in Deutschland gesehen habe, der auch nicht schlecht ist, wer sich noch an mein Pinnacles-Video erinnert, beziehungsweise mein Pinnacles-Video gesehen hat, ist der Mount Gay Rum. Also den es halt auch von verhältnismäßig billig gibt bis relativ teuer. Wenn man sich den hier zum Beispiel anguckt, das ist halt bisher der Spitzenreiter. 199 Dollar für den Mount Gay Rum. Der ist dann wahrscheinlich aber auch, keine Ahnung, steht jetzt hier gerade nicht drauf. Mit der schönen Holzverpackung hier. Ich bin ganz nervös, hoffentlich fällt er mir jetzt hier nicht runter. Wahrscheinlich auch einen respektablen Zeitraum übergereift oder gelagert. Okay, das ist jetzt hier mehr, als ihr wissen wolltet, über Rum. Hier gibt es noch ein paar weitere, die ich auch schon mal probiert habe, von denen ich jetzt aber keine zweite Flasche gekauft habe. Der Ron Zacapata hier, der wäre noch zu erwähnen, den habe ich, glaube ich, auch mal in Deutschland gesehen. Der ist auch nicht schlecht, den kann man definitiv auch empfehlen. Aber generell gilt halt einfach, dass alle Rums, die so ein bisschen gelagert sind, also mindestens irgendwie 5-6 Jahre alt gelagert sind, und die Leute gucken mich jetzt hier gerade komisch an, weil ich so rede, aber egal, dass diese Rums halt alle, oder Rums, keine Ahnung, dass die halt alle pur trinkbar sind und dieser ganze Bacardi-Scheiß, den kann man halt, also außer der 8 oder 8 Jahre alte oder der 10 Jahre oder 12 Jahre alte, kann man halt nicht trinken. Dieser Rum hier, der ist auch noch zu empfehlen. Ich bin mir nicht sicher, ob es den in Deutschland gibt. Der Zaya Rum, der hat es hier auf dem US-Markt ziemlich zu was geschafft sozusagen. Also es war mal so ein Nischenprodukt, den ich irgendwo entdeckt habe und mir dann aufgefallen ist, wie gut er schmeckt. Dafür, dass er halt unter 30 Dollar kostet. Und jetzt mittlerweile findet man den fast überall. Der Zaya Rum. Ist allerdings ein Blend aus Rums, aged up to 16 years. Also da ist wahrscheinlich irgendwie so eine Pfütze von Rum, die 16 Jahre alt drin ist. Und ansonsten irgendwie so ein paar 4 Jahre alte Rums oder so. Ist aus Trinidad und Tobago.
Land of the Hummingbird, okay. Land des Kolibris, noch nicht wieder was dazugelernt hier. Ja, das ist das Rumregal. Ich will jetzt auch nicht zu sehr langweilen mit dem Thema Rum. Insofern gehen wir mal weiter. Hier gibt es noch, das ist vielleicht auch noch zu bemerken, ich persönlich stehe nicht auf Tequila so richtig. Aber Tequila ist hier auf dem US-Markt, insbesondere in Kalifornien, deutlich mehr vertreten als in Deutschland, was halt daran liegt, dass es hier relativ viele Mexikaner oder halt Latin Americans gibt, Latinx oder wie man das jetzt auch immer nennt. Und da ist halt der Demand ist geschaffen und das Angebot ist halt auch geschaffen, weil halt Mexiko auch um die Ecke ist und man das Zeug halt quasi im LKW hier anliefern kann. Und wenn man sich halt mal anschaut, wie groß die Tequila-Auswahl ist, alles immer noch Tequila hier, dann weiß man Bescheid, was abgeht. Ne? Also hier gibt es Tequilas für $360 zum Beispiel. Und hier $399, können wir das noch überbieten? Nee, oh, $435, 10 Jahre alt, auch eigentlich nur. Und, ah doch, 750 Milliliter, okay. Wobei das ist kein, doch, es ist ein Tequila, okay. Und hier ist auch noch mehr Tequila. Also, wie gesagt, Tequila-Auswahl, ist es fast schade, dass ich kein Tequila-Fan bin. Ich müsste mich da vielleicht halt mal reintrinken in das Thema. Hier groß auf dem Markt ist halt der 1800er. Und der ist hier auch, den findet man hier auch überall, dieser Reposado Tequila Corralejo. Ja, also wie gesagt, Tequila, wenn ihr drauf steht, unbedingt sofort einen Flug nach Kalifornien buchen und sich durch die Tequila-Auswahl durchsaufen. Patron ist halt hier auch so ähnlich wie Grey Goose, ich glaube, das ist sogar der gleiche Hersteller, so ein Massenprodukt, der hier halt auch überall verkauft wird und halt allerdings, glaube ich, von der US-Firma in Mexiko produziert wird. Ja, und hier gibt es noch halt so lustige Flaschen oben für $48,99 und $58,99. Und wie immer gilt hier, dass es dann noch plus Sales Tax, also alle Preise sind immer noch plus 9,75% oder 10% oder was immer wir hier gerade in der Stadt Fremont halt als Sales-Tax-Rate haben. So, hier sind noch Softdrinks. Das interessiert jetzt wahrscheinlich nicht so richtig. Oder gibt es hier noch irgendwas Bemerkenswertes, was es in Deutschland nicht gibt? Außer, ich hatte schon mal erwähnt, die Diet Coke ist die Coke Light. Also großer Fehler, in die USA gehen und eine Coke Light bestellen. Ja, da gucken die euch an, wissen nicht, wovon ihr redet, weil das heißt hier halt Diet Coke. Andererseits, wenn man es in Deutschland Diät-Cola nennen würde, würden die Leute auch sagen, wie, was willst du eine Diät-Cola? Komische Diät, ich trinke nur Cola. Oh Gott, hier gibt es hier diese Cheeseballs, Nüsse, Pretzel Crisps und verschiedene Coffee Cordials oder wie auch immer man das ausspricht. Die gibt es aber auch in Deutschland. Hier gibt es halt noch deutlich mehr an Weinen. Und hier kommen wir in die Biersektion. Ich werde jetzt mal den German Beer Hunter machen und gucken, was wir hier an deutschem Bier finden. Und ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich kenne mich jetzt aber auch nicht so wahnsinnig aus. Also wenn es nicht offensichtlich deutsch ist, dann werde ich es wahrscheinlich nicht finden. Hier, guck mal, pass auf, perfekt. Hier steht Germany und Austria. Also hier machen sie es mir jetzt einfach. Hier gibt es jetzt diese ganzen deutschen Biere zu kaufen. Erdinger, Weißbier, 8,49. Immer noch plus Pfand. Also auf so Flaschen ist Pfand drauf. Allerdings bringt es keiner zurück, weil es halt nur 5 Cent pro Flasche sind. Und 5 US-Cent in der Bay Area sind jetzt nicht wirklich viel wert. Insofern, also unsere ältere Nachbarn, die halt relativ geizig sind oder sparsam oder wie auch immer. Vielleicht haben sie auch nicht viel Kohle, wobei als deren Auto kaputt gegangen stand, am nächsten Tag sofort ein neuer SUV vor der Tür. Also ganz so arm werden sie nicht sein. Aber die sammeln zum Beispiel Flaschen, habe ich mal gesehen, bringen es zurück. Aber es machen wirklich nur wenige Leute, weil du müsstest halt, um $5 zusammenzukriegen, was kaum was wert ist, 100 Flaschen in so einem Beutel sammeln. Und ich wüsste noch nicht mal, wo ich sie abgeben würde. Irgendwo mit Sicherheit. Paulaner gibt es halt hier natürlich. Was gibt es hier noch? Hofbräu Original. Hackabschor.
Pilsener Urquell, Jever, Flensburger Hell, Flensburger Dunkel, Einbecker, Erdinger hatten wir schon erwähnt, Weinstefan, Warsteiner, Veltin, Feltins, Spaten, Spaten-Oktoberfest, Schöfferhofer, diesen Grapefruit-Drink. Das Radeberger hier ist gerade ausverkauft für 7,99. Ich finde die Preise, und hier oben ist noch, hier mein einer treuer Zuschauer hatte auch gefragt, einer von meinen beiden treuen Zuschauern, hatte gefragt, ob es Franziskaner gibt. Und hier, es gibt Franziskaner Weißbier Naturtrüb für 8,49, das Sixpack. Genau, Franziskaner. Ist aber nur noch eins hier da, ne? Also Fremont muss sich beeilen, muss hierher fahren, muss schnell kaufen. Nein, es gibt ja auch Total Wine & More, gibt es auch auf der Peninsula drüben. Da unten gibt es dann auch Heineken halt, Carlsberg, aber das ist jetzt alles auch schon nicht mehr deutsch. Das ist Other Europe, okay, Other Europe. It's Germany and Other Europe. Hier Asien, Mexiko, genau, aus Mexiko kommen auch noch einige Biere, die man hier wiederum auf dem Markt sehr häufig findet, nämlich das Negra Modelo da unten. Das ist auch ganz okay, also das habe ich auch schon mal ein paar Mal getrunken. Und dann dieses Dos Equis. Ja, das ist, glaube ich, mit diesen Typen, ne? Ich trinke nicht oft Bier, aber wenn, dann trinke ich Dos Equis oder so. Oder ich verwechsel das jetzt, ich weiß das gerade nicht. Corona natürlich hat mir jetzt noch nie so richtig gut geschmeckt, um ehrlich zu sein. Aber wie gesagt, über Geschmack lässt sich ja jetzt nicht diskutieren. Und hier drüben gibt es noch Craft Beers, Hefeweizen, Pyramid, Apricot Ale. Also für den Biertrinker, der seinen Weg jetzt hier hingefunden hat zu diesem Video, bluten jetzt gleich, glaube ich, die Augen, wenn ich jetzt hier nochmal weiter durchgehe und mir zum Beispiel dieses Haselnuss Brown Nectar angucke. Dedicated to Chris Studak und Homebrewers Everywhere. Ja, also es ist hier halt auch so ein Ding, so Bierbrauen. Ich weiß nicht, ob es da in Deutschland auch so eine größere Szene gibt, aber hier habe ich auch schon Leute mal getroffen, die halt selbst so Bier brauen. Ja, also irgendwie, wie auch immer sie das irgendwie zu Hause machen. Und ein Sierra Nevada sei noch zu erwähnen, also so das Bier aus Kalifornien. Also das wird irgendwo bei, keine Ahnung, Chico oder wo das gebraut wird. Ist halt so das Gebräu, was du hier halt auch überall findest und was es halt auch in verschiedenen Varianten gibt. Hier Stout oder was weiß ich, Keller Weiss, Bavarian Style Wheat. Ja, also Bier ist hier sicherlich kein Grund, in die USA zu ziehen. Hier oben geht's weiter, Sierra Nevada, Torpedo, Pale Ale und so weiter. Allerdings, wenn man Bock hat auf irgendwie so eine etwas alternativere Biere, so eine größere Auswahl daraus, dann ist man hier halt besser aufgehoben als in Deutschland, würde ich mal sagen. Allerdings gibt es auch mittlerweile in Deutschland relativ viel von diesen IPA-Bieren oder was weiß ich, so diesen Pale Ales oder keine Ahnung. Also ich habe mich bei meinem letzten Besuch in Berlin halt schon gewundert, wie groß die Auswahl da doch geworden ist. Also an Sachen auch, die nicht dem Reinheitsgebot entsprechen. Hier gibt es noch Napa Smith Golden Gate IPA. Sehr kreativer Name. Great White. Ja, also sehr bunt, die Bierauswahl. Dann gibt es diese hawaiianischen Biere hier, Kona Brewing Company. Also Kona ist ja eine Stadt auf The Big Island. Und ja, die haben hier halt auch noch verschiedene Biere mit irgendwelchen Kanu-Surfer-Dude, Longboard-Island-Lager und so weiter. Also auch hier gibt es eine reichhaltige Auswahl an verschiedensten Produkten. Craft Beers. Ja. Gehen wir mal weiter, was es hier noch so gibt. Sorry. Sam Adams ist so ein Bier von der Ostküste, soweit ich weiß. Das habe ich in Massachusetts, als wir da gelebt haben, habe ich dort reichlich gesehen. War jetzt auch kein großer Fan von. Ich nehme jetzt hier nochmal, komm, ich nehme mir noch so ein Pack von dem Drake's Denogenizer Bier mit. Das ist allerdings auch relativ heftig. Also ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt. Mein persönliches Lieblingsbier ist allerdings super bitter. Also ich habe es halt Deutschen mal zu trinken gegeben. Es ist ja auch schon abgelaufen, sehe ich gerade. 8,06. Also was ist hiermit? 8,06. It's expired, by the way. The beer here is expired. Okay. Was? Warum? Oder was auch immer? Ist das alles
Ja, komm, dann kaufe ich es nicht. Also, das ist ja jetzt im August abgelaufen, kann man wahrscheinlich noch trinken. Diese Best, hier mal gucken, hier drüben ist vielleicht ein anderes Badge oder so, keine Ahnung. Also, diese was ist denn noch älter? 7/24/19 oder bin ich jetzt im falschen Jahr? Okay, ist ja noch krasser abgelaufen, ist im Juli abgelaufen. Und ich meine, gut, diese Sell-by-Dates sind jetzt halt definitiv nicht so Daten, nach deren Überschreiten man die Ware nicht mehr trinken oder essen kann. Aber ich kaufe jetzt trotzdem kein Bier, was abgelaufen ist. Außer es wäre jetzt irgendwie in einem krassen Angebot. Naja, egal. Craft Beer, hier geht es halt noch irgendwie weiter. Drake's Brewing Company, die halt bei mir hier um die Ecke in San Leandro sitzen, brauen auch einen Pilz offensichtlich. Das habe ich auch mal getrunken. Finde ich auch relativ heftig. Das Mississippi Bud. Black and Tan, sehr dunkel, sehr süffig. Gibt es hier noch weitere? Das sind alles Craft Beers, also sind vermutlich alle irgendwie hier aus der US oder aus dem US-Raum. Hier gibt es Zigarren zu kaufen in dem Laden, wie schon mal erwähnt. Ja, wie gesagt, keine kubanischen Zigarren. Was ist das? Werden hier Koffer verkauft? Okay, sehr bizarr. Na gut, vielleicht sind es ja irgendwelche. Ach so, das sind Getränkekoffer. Guck dir das mal an, ey. Das sind Koffer für Leute, die mit Wein reisen. Wenn ich in Urlaub fahre, nehme ich mir mal ein paar Flaschen Wein mit, aber nur in einem extra Köfferchen. So, was gibt es hier noch? Irgendwelche Gläser und welchen komischen Kram? Wine Bottle Holder in Schuhformat. Nicht schlecht. Gucken wir hier hinten nochmal nach, was es hier hinten noch so gibt. Hier gibt es auch noch eine Warsteine, hatten wir schon mal. Karl Strauß Oktoberfest. San Diego. Guck mal, das ist ein Typ, der in San Diego Bier braut, das Oktoberfest nennt und sich Karl Strauß nennt. Brewed in true Oktoberfest style with toasted malts and a smooth crisp finish. Oktoberfest. Okay. Erdinger gibt es hier auch noch mal. Eisbeutel gibt es zu kaufen. 4,99 für einen, ja, 10 Kilo. Pack. More cold beer here. Come inside. Komm, wir gucken mal rein. Was hier los ist. Ist es nicht so kalt, dass man es jetzt nicht aushalten würde? Ist im Sommer sicherlich sehr angenehm, sich hier drin aufzuhalten. Naja. Bud Light ist übrigens auch so eines der schlimmsten Biere, die man hier so trinken kann. Also das ist so das Standardbier, was du halt irgendwie überall kriegst. Also wenn du jetzt in irgendwie so ein Stadion gehst und dir halt irgendwie eine, keine Ahnung, Footballspiel oder Eishockeyspiel anguckst oder so und dein Bierstand ist, dann ist die Chance ungefähr bei 90%, dass du halt irgendwie so ein Bud Light verpasst bekommst. Und wie gesagt, Geschmackssache, ich finde es relativ fürchterlich, obwohl sie hier so ein bisschen einen auf Reinheitsgebot machen, oder? Hopfen, Barley, Wasser und Reis. Ne, weiß ja jeder, das deutsche Bier, das Reinheitsgebot beinhaltet auch Reis. ja, Budweiser auch im Prinzip ganz schlimm, ganz schlimmes Bier. Also, wie gesagt, Geschmackssache, wer jetzt auf so ein klassisches deutsches Pils steht, für den ist dieses Budweiser auch ganz okay. Und dass Budweiser und Bud so ähnlich, beide mit Bud anfangen, so wie Buddy, liegt halt daran wohl, dass es mal irgendwie Brüder waren oder keine Ahnung, Onkel und was weiß ich, Neffe, die halt in die USA ausgewandert sind und sich entzweit haben. Und der eine hat halt irgendwie diese Bud-Marke aufgemacht und der andere hat mit Budweiser weitergemacht. Irgendwie war die Geschichte so. Ja. Ist ein bisschen wie mit diesem Wasserhahnhersteller. Wie hieß er nochmal? Da gibt es jetzt auch diese. Ja, scheiße, ich weiß es nicht. Also mit diesen Wasserhähnen, die in Deutschland verkauft werden, gibt es ja auch dieses Ding, wo der eine der Nachname hatte, der andere Vorname und Nachname. Vielleicht muss ich es einblenden, wenn ich wieder drauf komme. Hier auch nochmal Biersorten. Hier ist auch nochmal Franziskaner Weißbier. Das sind gute Nachrichten. Weil hier sind noch zwei weitere. Also Franziskaner Weißbier, Fremont Hub, Total Wine and More. Hier sind noch drei Pakete in dem gesamten Laden.
Vielleicht haben sie auch noch mehr im Lager, wer weiß. Aber normalerweise ist die Lagerhaltung in diesen Läden irgendwie auf der Kundenseite. Also du hast jetzt keine weiteren Sachen mehr, die im Lager hinten drin sind. Ja, Alkohol, weiß man ja, ist halt ab 21 in den USA. Hier an der Westküste, hier oben ist noch weiteres Weihenstephan. An der Westküste sind sie so ein bisschen entspannter damit. Also in Massachusetts, wo wir vorher gelebt haben, mal 2 Jahre, ist jetzt auch schon ein bisschen her, da sind sie halt extremst unentspannt, extremst unentspannt. Also da kannst du, da musst du deinen Ausweis immer zeigen, wenn du aussiehst, als ob du unter 50 oder 60 oder so bist. Also selbst ich musste meinen Ausweis ständig zeigen. Und wir hatten auch schon mal die Situation, dass wir mit Deutschen in eine Bar gegangen sind, in Massachusetts, in Boston irgendwo. Und der hatte nur einen deutschen, wie war das? Einen deutschen Personalausweis dabei. Das haben sie nicht mal akzeptiert. Der hatte nichts zu trinken bekommen oder durfte sogar noch nicht mal in die Bar rein oder irgendwie sowas. Hier in Kalifornien kann es halt sein, dass sie dich nach deinem Ausweis fragen, wenn du relativ jung aussiehst. Also die ganzen Asiaten hier, die halt tendenziell teilweise doch deutlich jünger aussehen auch, die haben so ein bisschen die Arschkarte, die müssen andauernd immer ihren Führerschein zeigen, also ihre ID. Und so jemand wie ich, der verhältnismäßig alt aussieht, auch jetzt auch alleine schon wegen der Größe, ich muss meine ID eigentlich nie zeigen, wenn ich Alkohol kaufe. Außer ich gehe jetzt in so einen Corporate-Motherfucker-Laden. Oh, ich sollte hier nicht solche Worte benutzen, das sind Kinder. Außer ich gehe halt in so einen Corporate-Laden wie Target, wo die halt so eine Policy haben, dass alle Leute, die Alkohol kaufen, ihre ID zeigen müssen, weil die Kasse das verlangt und die dann diese ID sogar durchziehen. Und ja, also bei Target muss ich auch meine ID zeigen, weil das halt so Corporate-Zombies sind, die da ihre Anweisungen befolgen. Und ansonsten in so einem Laden wie hier muss ich meine ID nicht zeigen. Bei Trader Joe's muss ich meine ID zeigen, nicht zeigen und so weiter. Wie gesagt, in der Westküste sind sie da so ein bisschen entspannter. Sie sind auch insofern etwas entspannter, als dass sie hier in so normalen Supermärkten auch Bier oder Alkohol, Spirituosen verkaufen dürfen. Das dürfen sie in Massachusetts auch nicht. Also, das, soweit ich weiß, wenn sie es nicht geändert haben, darfst du den Liquor oder den Alkohol nur in separaten Liquor Stores kaufen und du darfst halt auch keinen Alkohol so irgendwie zu absurden Uhrzeiten kaufen, also irgendwie nach, was weiß ich, Mitternacht oder 23 Uhr so oder sowas, darfst du keinen Alkohol mehr kaufen bis irgendwie Sonntag früh um 8 oder irgendwie sowas. Das haben sie hier zum Teil auch, also es gibt hier halt auch eine Sperrstunde, also die bezieht sich aber, glaube ich, nur auf so Clubs oder Bars, also wenn du jetzt in so einen Electro-Dance-Club gehst oder irgendeinen Club in San Francisco, kann es halt sein, oder ist es, glaube ich, noch so, ich gehe nicht mehr so häufig weg in letzter Zeit, dass du dort deinen, also zum einen deinen Ausweis zeigen musst, aber dass du dort halt nach 2 Uhr morgens die Bar schließt und die dir nichts mehr verkaufen dürfen. Also ist so ein bisschen dann so Last Call und dann musst du noch schnell irgendwie deine 3 Drinks holen und dir die reinziehen, wenn du es noch ein bisschen länger merken willst und dann, schließt die Bar. Ja, es ist ein bisschen komisch. Das kennt man jetzt so als Berliner irgendwie nicht, wo es um 2 Uhr morgens eigentlich erst so richtig losgeht. Ja, Whisky kann ich euch jetzt leider auch nicht so wahnsinnig gut beraten, muss ich leider ehrlich gesagt sagen. Hier gilt natürlich auch so, diese Jim Beam-Geschichten sind wahrscheinlich relativ fürchterlich. Und wenn man so ein bisschen mehr ausgibt und so ein bisschen abseits des Mainstream-Alkoholangebots einkauft, dann findet man halt hier schon Sachen, die doch deutlich besser trinkbar sind. Ich gucke gerade, hier gibt es diesen High West Whisky, das ist halt relativ bekannt hier auf dem Markt. Der kommt halt aus den USA. In den USA wird generell relativ viel in Whisky hergestellt. Wie gesagt, ich bin nicht so der wahnsinnige Fan. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich auf Bier nicht so wahnsinnig stehe. Und Whisky ist ja im Endeffekt, sehr vereinfacht gesagt, destilliertes Bier. Also ich weiß, es ist nicht Bier destilliert, aber es ist halt so eine Biermischung. Also da fehlt halt irgendwas, ich habe es vergessen. Kein Hopfen oder irgendwie sowas. Also der Prozess wird nicht komplett durchgezogen mit der Gärung. Aber im Prinzip ist Whisky halt eher auch bei Biertrinkern beliebt, weil es halt, ja, ganz vereinfacht gesagt, destilliertes Bier ist, während halt Tequila, dieser Kaktus ist, der destilliert wird, vergoren destilliert.
Und Rum halt der Zuckerrohr ist. Und ansonsten Wodka im Prinzip ja aus Getreide gemacht wird. Früher mal Kartoffeln klassischerweise, inzwischen eigentlich nur noch aus Getreide. Und dann halt möglichst gut gefiltert wird, was ihn vom Schnaps unterscheidet, der nicht so gut gefiltert wird. Und dann war es das eigentlich schon was. Hier ist der High West Whisky. Also wenn ihr in den USA seid, ich weiß nicht, ob es den in Deutschland auch so gibt. Der ist halt relativ gut. Hier hat man sogar eine handgeschriebene Batch Number. Ja, also wenn man sich es halt mal so überlegt, es gibt jetzt gar nicht so viele verschiedene Rohstoffe, aus denen Alkohol destilliert oder gemacht wird. Hat dann irgendwelche Weinbrände, was im Prinzip destillierter Wein ist. Und ja, dann gibt es da noch so ein paar Spielarten von. Und ansonsten sind es dann halt irgendwelche Sachen, wo im Prinzip nur Aromastoffe mit dazugefügt werden. Wie jetzt bei Gin zum Beispiel, dieses, was ist es nochmal, Wacholder oder was das war. Und ansonsten. Ja, wird es eigentlich nur aus relativ wenigen verschiedenen Rohstoffen, werden diese ganzen verschiedenen Alkoholsorten hergestellt und unterscheiden sich dann eigentlich nur in den Zusatzstoffen, in der Lagerung oder im Reinigungsprozess. Ich hoffe, ich habe jetzt alles hier richtig aus meinem Kopf rezitiert, was ich mal zum Thema Alkohol mir angelesen habe. Wenn man hier in den Whisky-Bereich geht, findet man hier auch noch bei High-End Spirits auch noch welche, die nochmal deutlich teurer sind. Für 769 Dollar kann man sich hier halt auch so einen 30 Jahre alten Whisky holen. Da unten ist noch einer für 718. Hier ist noch einer für 799. Ein 21 Jahre alter Whisky. Vielleicht, oh, hier ist noch einer für 899. 45 Jahre gereift. Das ist nicht schlecht. Der Whisky, ist destilliert in 1968. Der Whisky ist noch mal irgendwie etwa 10 Jahre älter als ich. Ja, unglaublich. Also, ich habe mal einen Wein getrunken, der war aus den 60er Jahren. War vielleicht gar kein guter Wein aus den 60er Jahren, aber der hat auch schon sehr speziell geschmeckt. So ein bisschen staubig fast schon. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. Ja, ansonsten weiß ich nicht, ob ich jemals 750 oder 800 Dollar für eine Flasche Alkohol ausgeben werde. Keine Ahnung, vielleicht wenn ich im Lotto gewinne, aber dazu müsste ich erstmal anfangen, Lotto zu spielen. Hier gibt es noch so ein bisschen ja, irgendwelche kalifornischen Cork Cages. Also hier gibt es ja Leute, die ihre Weinkorken aufheben, was man aus Recyclinggründen machen könnte. Die werden dann wieder verwertet, aber es gibt halt Leute, die basteln sich da irgendwas draus. Ja, hier gibt es noch verschiedenes Zubehör. Der kupferfarbene Flaschenöffner zum Beispiel. Schön, ja. Gut, hier gibt es halt Weinflaschen. Und es ist halt auch zu bemerken, wie viel teurer Weinflaschen hier im Prinzip sind. Also sicher, man kann hier irgendwas kaufen, so in dieser 13, 15, vielleicht sogar 10 Dollar Preisklasse. Aber das ist dann halt auch schon echt unterste Kante. Also da kann man, das kann man vielleicht dann irgendwie so lagern selbst, wenn man so einen Weinkeller hat oder so. Wobei Keller haben die meisten Leute hier nicht. Oder so ein Weinraum oder so habe ich auch schon gesehen, wo die Leute dann da hunderte von Weinflaschen haben. Vielleicht lohnt sich das, ich kenne mich nicht aus. Also manche Sachen kann man jetzt ja nicht lagern, wie so ein Zinfandel, der wird nicht besser. Aber so ein Chardonnay oder sowas, den kann man definitiv lagern. Aber kostet halt hier deutlich mehr. Also wenn man einen Wein hier in Kalifornien kaufen will, der halt einigermaßen trinkbar ist, also right away, also ohne dass ihr den großartig lagert, müsst ihr schon ja eher sowas im Bereich von 15 bis 30 Dollar ausgeben. Also das ist halt ein definitiver Preisunterschied auch im Vergleich zu Deutschland, wo man halt auch schon bei Aldi einen 10-Euro-Wein kaufen kann und schon was ganz Gutes, Trinkbares hat. Das ist hier halt echt eher Glückssache. Ja, ich denke, wir haben jetzt hier den gesamten Laden durchlaufen. Ich werde mal zum Checkout gehen und meine kleine verträumte Mexican Chocolate Bitter Flasche kaufen. Hier komme ich nicht durch. Warum steht da Germany drauf auf dem Ding? Okay. Egal. So. Gehe jetzt hier durch. Haben wir alle Gänge abgelaufen? Ich glaube schon. Mix and Match da drüben. Da waren wir auch schon. Naja. Genug über Alkohol geredet. Guck mal, hier ist noch was Deutsches. Mix and Match. Guck mal, hier steht sogar was auf Deutsch drauf. Kloster Andechs. Genuss für Leib und Seele. Doppelbock dunkel. So. Und
der echt Schlemmerla-Eiche-Doppelbock-Schlenkerla-Oak-Smoke. Dem bayerischen Reinheitsgebot entsprechend gebraut. Ja, hier haben wir nochmal so eine kleine Deutsch-Ecke entdeckt. Hier gibt es auch nochmal Edel-Spezialbier. 700 Jahre auf Bavarian Brewing Tradition and Heritage. Und hier ist auch nochmal der gut Hackabschor und so weiter. Paulaner, das hatten wir alles, glaube ich, auch schon nochmal. Was ist Benediktiner Weißbier aus der Dose? Bier aus der Dose ist sowieso immer ein bisschen fragwürdig, aber vielleicht schmeckt es ja dem einen oder anderen Schöfferhofer da unten nochmal. Hier haben wir nochmal so ein bisschen Flensburger Dunkel, so ein bisschen nochmal so einen kleinen Schatz in dieser Ecke hier gefunden aus deutschen Bieren. Oh, Foster's, okay. Das ist nicht mehr deutsch. Down Under. Ja. Das Schwarze hier oben noch. Das Naturtrübe. Und das Volksfestbier vom Schwabenbräu. Nicht schlecht. Also, wenn ihr nach deutschem Bier sucht, oder nach Rum, oder nach Tequila, oder nach egal was Trinkbarem, kann ich diesen Laden hier definitiv empfehlen. Ich mache hier noch mal ganz kurz eine Runde hier. Und guck mal, was so die Cabernet-Preise und die Champagner-Preise hier so sagen. Was ist denn die teuerste Flasche, die wir hier so finden? $329 für eine Dom Pérignon-Flasche von 2005 zum Beispiel. Das ist ein Schnäppchen. Auch da unten der Armand de Brignac Rosé für $449 plus Tax. Und daneben noch einer für $539. Ich muss mehr Fotos machen, um mir diese Flaschen leisten zu können. Hier gibt es noch eine größere Flasche für $750. Auch ein Schnäppchen, aber schmecken wahrscheinlich auch entsprechend gut. Ja. Stell dir vor, kommst du betrunken nach Hause und knallst dir dann die Mouton Rothschild Polyak 2009 Flasche für $2200 rein, weil du sie verwechselst und nochmal so einen kleinen Absacker trinken wolltest zu Hause. Das wäre bitter. Das ist das Material, aus dem Scheidungen gemacht sind. Und da oben ist auch noch mal eine, die ist jetzt aber, doch, die ist noch da, die sieht man noch nicht, für $5500. Für 3900 ist ja auch noch eine. Was halt auch krass ist, obwohl die Schränke sind abgeschlossen. Okay, immerhin. Weil sonst dachte ich mir, sonst ist es so ein bisschen wie hier diese Apple Store Robberies, die es hier gibt, wo Leute halt irgendwie in den Apple Store reinrennen, sich die Ware aus den Regalen reißen und dann wieder rausrennen. So 3-4 Leute auf einmal. Und so könnte ich mir vorstellen, würde sich das hier vielleicht halt auch lohnen. $3000 für Johnny Walker. The John Walker. Okay, na gut. So, schauen wir mal, was die Kasse gemacht hat. Mir ist jetzt nämlich schon, ich weiß nicht, ob die Kasse jetzt frei ist. Mir ist nämlich schon relativ schwindelig bei diesen Preisen. Oder ich denke, das ist hier ein besserer Value, oder? Wenn man sich hier für 199 so eine Flasche kauft, da hat man wenigstens ein bisschen mehr Zunder irgendwie, wenn man das ausdrängt. 250 für den Champagner da. Das klingt für mich jetzt erstmal nach einem besseren Deal. Hier ist sogar ein Store Directory, weil der Laden so groß ist, dass man sich hier sonst vielleicht verläuft. Beziehungsweise hier findet man halt die einzelnen Sachen. Ich habe jetzt natürlich auch nicht irgendwie geguckt nach deutschen Weinen. Weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie interessant ist, aber ich sehe jetzt hier auch gerade keine. Aber wird es mit Sicherheit geben. So, gibt es hier. Okay, der Typ steht nicht an. Und bereite mich darauf vor, mit Kreditkarte zu bezahlen. Man bezahlt hier alles mit Kreditkarte. Und diese ganzen Portemonnaies, die man hier hat, haben hier halt auch keine Münzfächer mehr inzwischen. Was für mich immer recht problematisch ist, wenn ich nach Deutschland reise, weil ich dann da auf einmal mit so vielen Münzen zu tun habe, die ich eigentlich nur irgendwie solchen Plastikbeuteln oder in der Hosentasche unterbringen kann. Ich muss ja ehrlich sagen, ich bin gerade wieder so ein bisschen angenervt davon, wie langsam diese ganze Kassieraktion hier dauert. Also, oder wie langsam die Kassierer sind. Ich weiß, es ist jetzt kein geiler Job. Ich habe ihn auch mal gemacht. Also ich würde die Leute jetzt hier nicht ankacken oder so. Aber wie langsam die sind, ist halt schon so ein bisschen belastend irgendwie manchmal, weil ich mir halt so denke, ey, es würde in Deutschland echt so viel schneller gehen und hier wird halt noch geredet und super langsam gemacht und so. Na gut, ich will jetzt hier nicht abpitchen, aber hallo. Hi, how are you? Good, yourself? Do you remember with us? Yeah.
Correct. Oh, insert. I'm not ready yet. All right. Thank you. Thank you. Thank you. Have a good one. You can maybe put it here. It's a plastic cut. Say again? Put it here. It's okay. Don't worry. Yeah, you don't. I can put it outside. However you prefer. Okay, thanks. Thank you. Ja, sie hat mir jetzt angeboten, dass ich dieses Kart, diesen Einkaufswagen da stehen lasse. Aber ich muss sagen, ich kann ihn auch selbst hier zurückschicken, weil ich meine, was soll das? Also ich hasse auch diese Leute, das machen hier manche. Da muss man echt sagen, ist ein krasser Unterschied zwischen Deutschen und Amerikanern. So diese Bequemlichkeit, die die Amis hier haben. Dass sie halt teilweise die Leute so ihre Sachen im Laden aufs Band tun und dann ihren scheiß Einkaufswagen einfach so stehen lassen. Und du denkst dann so, ja, und jetzt, der Einkaufswagen steht direkt vor meiner Fresse jetzt. Und du läufst jetzt einfach weiter und lässt diesen scheiß Einkaufswagen stehen, damit andere den für dich wegräumen oder was. So, ne? Also ich mache mir dann Spaß draus und sage dann meistens auch was so, excuse me, you forgot your card oder so. Weil ich mir halt denke, ist voll asoziales Verhalten. Aber die Leute denken sich ja teilweise nichts dabei und sind halt teilweise relativ bequem und sind es halt gewohnt, dass gerade so in diesem Einzelhandelsservicebereich die Leute denen halt alles irgendwie abnehmen. Ja, genug sich aufgeregt mal wieder über die Amerikaner. Bei den Deutschen, die haben ja noch andere Eigenschaften, über die man sich auch aufregen kann. Aber das hier, dieses leicht asoziale Verhalten manchmal nervt mich schon so ein bisschen. So, ja, das war der Total Wine and More Laden. Alles, was ihr noch nicht über diesen Laden wissen wolltet. Und vielen Dank mal wieder fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.